Die Innerweisheilapotheke. Ich habe als Arzt in den letzten 17 Jahren dieses System entwickelt, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu balancieren in energetischer Art und damit die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die Heilapotheke besteht aus virtuellen Elementen, Fähigkeiten, die jeder Mensch selber mitbringt, und materiell vorhandenen Werkzeugen, die wir mit der Heilapotheke jedem zur Verfügung stellen. Die Fähigkeiten, die jeder selber mitbringt, sind zum einen die Intuition, das Gefühl, das Wahrnehmen, das Spüren und zum anderen der Armlängentest, eine Möglichkeit, direkt mit dem Unbewussten zu kommunizieren. In dem Moment, wo ich Ja sage bzw. in Balance bin, sind meine Arme gleich lang. Wenn ich Nein sage oder im Stress bin, sind meine Arme verschieden lang. Damit habe ich eine sehr einfache Möglichkeit, mit meinem Unterbewussten zu kommunizieren, Antworten zu bekommen. Um diesen Armlängentest sicher anzuwenden, muss ich lernen, von draußen zu schauen. Das heißt, ich schaue nicht mehr selber auf das Thema, sondern ich stelle mir vor, viele Augen sind um mich herum und schauen gleichzeitig. Also es schaut auf mich. Und dann kann ich den Armlängentest auch sicher anwenden. Die Heilapotheke enthält 309 Heilsymphonikarten, die die Frequenzen und Energien von Bachblüten, von Homöopathika, von Kristallen, von Schüsslersalzen und von vielem mehr enthalten. Die Testkarten geben uns die Möglichkeit, die wichtigen Kernthemen zu identifizieren, an denen wir arbeiten können. Im Booklet wird das System beschrieben und jedes einzelne der 309 Mittel. Und mit Hilfe der Kopierkarte können wir die dann komponierte Heilsinfonie auf ein Amulett übertragen, was wir tragen können und was damit in unserem Feld wirken kann und uns helfen kann, unser Leben zu verändern.